So, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Room. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind, aber wir gucken uns jetzt hier einfach erst nochmal um, ob wir irgendwas Interessantes sehen. Vielleicht. Und ich hier nicht auf meinem Schreibtisch einfach mal Freihand rumrandaliere. Ich habe mich eigentlich auch gefragt, ob es sich lohnen würde, das Ding zu drehen. Oder ob hier so ein. Habe ich so. Nee. Oh, sorry, ich habe gerade reingeatmet. Ich versuche das Teil hier oben nochmal. Na. Ich gucke mal hier irgendwo. Wurde mir gesagt, ist noch so ein Ding offen. Ah. Okay, vermutlich Tibet. Schön. Ich habe das nämlich nicht gesehen, dass da mehrere offen waren. Ich hatte das denn für das andere gehalten und war irgendwie denn leicht confused und verwirrt und generell und überhaupt. Das heißt, wir setzen mal Tibet ein. Gibt kein Geschenk heute? Wie gemein. Wie gemein die eigentlich sind, oder? Ich hatte gar keine Gelegenheit hier. War da was drin? Es wäre jetzt mal gut zu wissen gewesen, ob da was drin war. Ich kann es ja, soll ich spaßeshalber nochmal machen? Ich atme heute dauerhaft irgendwie ins Mikrofon. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Das ist irgendwie. Wartet mal. Vielleicht ist jetzt hier was passiert. Nö. Wenn ich es mal drehe. Nö. Aber vielleicht sollte ich mal. Ja. Seitenkiste und so. Wartet mal. Das war doch offen vorhin. Wieso ist das jetzt nicht mehr offen? Ja, ich sehe was. Ich sehe was. Vielleicht sollten wir jetzt mal auf den anderen drücken. Oh, hier. Ich möchte es bitte haben. Ein Messingschlüssel mit mehreren Klappteilen. Oh, wartet mal. Muss hier. Hier, ne? Wartet mal. Den müssen wir uns doch wieder zurechtbiegen. Da male ich mir doch die Form mal wieder auf, so ein bisschen. Wartet. Hab's gleich. Ew. So an der Seite sieht der so aus. Hoch. Ich hoffe echt, ja, ich hoffe es einfach nur. Ich hoffe es gerade einfach nur.
So. Ich hoffe es. So, Moment. Wir gucken uns den mal an. Ach, ist ja. Na, na toll. Ja. Na, das hätte ich mal wissen sollen. So. Wartet. So. Wartet mal, ich muss das mal richtig drauflegen, damit das hier Sinn ergibt. So, jetzt gucken wir mal nach dem hier. Den hier nochmal wegnehmen. Nee. So, der. Mal alle Teile irgendwie mal auspacken. Der gehört hier hin. Oder? Oder ist das... Wartet. Ich muss hier erstmal gucken. Ich würde behaupten, der gehört dahin. So, dann haben wir... Nee, das passt hier nicht. Aber hier. Und das passt so. Da muss aber noch einer hinter. Und zwar der. Nee. Der hier. Nee. Na dann der hier. Dann geht's ja nicht mehr anders. So. Wir versuchen es jetzt so. Wir nehmen den Schlüssel jetzt so. So passt das nicht. Ich hab's geahnt. Das hier oben passt nicht, ne? Wartet mal. Ich glaube, der hier passt besser. Oder? Wartet mal. Nee. Nein. Ist vielleicht der hier? Weil der passt. Und so. Versuchen wir es mal so. So passt der auch nicht. Okay. Also das hier bin ich irgendwie der Meinung, das müsste passen. Oder wartet mal. Vielleicht. Nö. Das passt. Jetzt müssen wir nur noch für hier alles suchen. Das sieht auch aus, als könnte es passen. Das kommt dahin. Jetzt habe ich nur noch für hier oben eins. Und das ist es nicht. Das ist auch nicht. Also kannst... Wartet. Also kann es doch eigentlich nur so gehen, oder? Na, wieso passt das so nicht? Das passt aber so. Wartet mal, ich muss das mal irgendwie drehen. Dass ich das mal so ein bisschen so habe. So. Ja, das passt nicht ganz, ne? Aber das ist wieder zu lang. Warte mal. So und so vielleicht. Und der dann so. Versuchen wir es mal so. Der passt
Immer noch nicht. Warte mal. Seht ihr mir den Schlüssel? Ja, mach ich grad. Mach ich grad. Hab mal keine Sorge. Das passt. Das hier drüben passt nicht. Das hier drüben passt nicht. Das muss das sein, oder? Müssen denn alle Teile verbaut sein? Na, aber der. So, wartet mal. So. Das müsste passen rein theoretisch. Das ist. Der passt doch hier sonst nirgends. Wartet mal, ich muss die noch mal rumdrehen. So, wartet. Jetzt machen wir das Ganze hier noch mal. Nee, das passt nicht, aber das hier könnte rein theoretisch passen. Das nicht. Hier auch nicht. Also nein, also komplett nein. Aber das hier passt ja auch. Nee. Wir versuchen es jetzt mal so. So passt das nicht. Warum nicht? Nochmal. Ich muss mir den erstmal richtig angucken. So. Vielleicht wirklich immer nur einer. Einer. Und hier auch nur einer. Keine Ahnung. Ich muss erst mal. Wo ich das. Es ist weg. Ach nee, hier ist es. So passt das nicht? Das muss so passen. Wartet mal. Ich mache jetzt mal die drei. Ich mache jetzt mal die drei weg. So, das passt schon mal nicht. Aber hier würde es passen. Obwohl. So. Wieder flüstert einer. Gibt's doch gar nicht, dass ich jetzt hier. Ich muss herausfinden, wozu dieser Schlüssel gehört und dann muss ich ihn so formen, dass er passt. Ja, was machen wir denn hier? Nee, ich will es doch bloß mal ein Stück drehen, dass ich es mal richtig angucken kann.
Wartet mal. Jetzt muss ich wirklich mal von hier gucken. Also für mich passt der so. An der Seite der Kiste sind gekreuzte Schlüssel ins Holz geritzt. Hier? Gekreuzte Schlüssel. Auf einer Seite der Kiste sind gekreuzte Schlüssel ins Holz geritzt. Aber wo? Zerbringen wir hier gerade wirklich eine komplette Folge, um den Schlüssel zu drehen, oder was? Nö. Kreuz der Schlüssel ins Holz geritzt. Das wird einfach nur das hier sein, denke ich. So. Das hier schon mal nicht. So.
Ich weiß, das kann jetzt eigentlich nicht passen, aber... Kleiner Cut. Wir machen einen kleinen Cut und ich gucke mal. Vielleicht, ich kann ja auch hier nochmal gucken. Ja. Ich mache einen kleinen Cut und bin dann gleich wieder da. Bis gleich. So, da sind wir wieder und ich habe das Rätsel gelöst. Es tut mir leid, ich habe das jetzt offscreen gemacht. Ich musste jetzt hier noch eine ganze Weile rumfummeln, bevor das überhaupt hingehauen hat. Und ja, auf jeden Fall haben wir jetzt einen kleinen Reflektor gefunden, den wir natürlich... Nee, hier. Hier einsetzen. Damit sich das weiterzieht. Und wir jetzt diesmal hier irgendwas haben. Was soll das auch sein soll? Kann man hier was machen? Was? Ach, wartet mal. Fokularsicht vielleicht? Ah. Wartet. Das muss doch irgendwie gehen. Also wir müssen das sicherlich so schieben, dass das... Wartet. Nee, von da kommt das. So, dann machen wir das. Da muss der hier aber noch ein Stück... Ah! Nein, der muss so bleiben. Kann ich den hier auch? Nee. Aber hier oben kommt keiner an. Das ist hier irgendwie doof. Ja. So, wartet mal. Nee, so ist es schon okay, aber... Das trifft ja nicht. Ich muss hier gerade ein bisschen, ne? Die Folge ist echt tricky. Huch. So. Und dann. Und dann. Genau. Eine sehr, 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 sehr schwere Geburt. Oh Gott. Ist schon wieder fast fertig, hä? Jetzt geht hier alles auf. Nice. Scheiße. Wenn ich das schon wieder sehe. Das Kartenstück nehme ich natürlich gleich mal erstmal mit, ne? So, jetzt gucken wir, lass mal weiter gucken, ob wir vielleicht noch irgendwas haben. Nö. Wir werden jetzt dann erstmal das einsetzen hier. Und zwar ist das... Stopp! Stopp! So. Wartet mal einen kleinen Moment. Ich muss mich mal eben hier anders hinsetzen. So. Okay, hier ist auch zu. Ja, ich glaube, jetzt passiert vielleicht auch mal was, wenn man durchs Okular guckt.
durchs. Ach du Scheiße! Kann ich mir das mal eben abmalen? Ich mache ein Foto, glaube ich. Wartet kurz, ich mache ein Foto. Dann brauche ich das jetzt nicht abmalen. Das Rätsel machen wir noch und dann... Wartet. Ja. Und es ist Feierabend. Das bestimme ich jetzt mal. So. Das hat doch bestimmt mit unten mit den Sternen zu tun, oder? Ja. Ich denke schon. Dann gucken wir doch mal, wo die waren. Hier. Und machen einfach mal, sind das jeweils vier? Ja. Den an, den an. Oh, wonderful. 9. August. Die Gesellschaft hat völlig recht. Wie konnte ich nur derart blind sein? Ich habe einen Abschnitt in ihrem Scriptus Nocti gefunden. Eine Beschwörungsformel, der die Energie zu ihrem Antrieb fehlt. Nun, genau diese Energiequelle habe ich. Heute Abend beschwöre ich Astaroth herbei, den die Babylonier Ishtar nannten. Den Fürsten der Ankläger und der Inquisitoren, den Enthüller aller Geheimnisse, ist die korrekte Verbindung erstellt, wird alles Wissen des Nullelements mir gehören. Ich platze fast vor Spannung. So vieles gilt es vorzubereiten. So, ihr Süßen, ich würde sagen, wir belassen es dabei. Es tut mir echt leid, dass wir so viel Zeit mit dem Schlüssel verbracht haben. Ja. Dass wir so viel Zeit mit dem Schlüssel verbracht haben. Beim nächsten Mal wird es hoffentlich besser. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Also ich habe Spaß bei dem Spiel. Ist mal was Schönes zwischendurch. Kein Jumpscare, kein Nichtscare. Vielleicht kommt da ja noch. Jetzt hier schon um Dämonen beschwören. Ich würde sagen, wir belassen es dabei und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von The Room. Ich freue mich auf euch. Bis dann.